Emilia Schüle ist bei uns. Herzlich willkommen. Heute als Jurymitglied auch hier. Sorry, da singt er so rum. Ich war ein bisschen irritiert. Ja, heute als Jurymitglied. Ein ganz besonderes... Er singt. Okay, konzentriere dich, Emilia. Ja, es ist was ganz Besonderes. Vor 4 Jahren habe ich... Ich wollte nicht auf die Hand. Pura Neid auf das schöne Kleid. Ja, also wir können ja tauschen. Machen wir nachher. Okay, also ja, heute als Jurymitglied. Es war eine tolle Erfahrung und ich was ganz Besonderes für mich, weil ich vor 4 Jahren mit dem Nachwuchspreis von der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Heute als Jurymitglied ist also sehr besonders. Wie überrascht warst du, als die Anfrage kam? Schon sehr, aber also ich war einfach sofort begeistert. Ich war jetzt nicht so lange irgendwie überrascht und so und ich konnte es nicht erwarten, es meiner Mutter zu erzählen, weil ich glaube, die ist am allerstolzesten. Wo ist die heute Abend? Die ist heute in Urlaub geflogen nach Amerika. Ja. Und kannst du das manchmal selbst glauben? Vor 4 Jahren die Nachwuchskamera, inzwischen gehörst du und deswegen bist du Jurymitglied zur ersten Reihe der deutschen Schauspielerin. Kannst du das manchmal glauben, wie schnell das dann geht? Nein. Nee. Nee. Und wann klopft Hollywood an? Naja, ich habe letztes Jahr eine amerikanische Serie gedreht, Berlin Station hieß die, und da auch eine große Rolle gehabt. Aber es ist ja jetzt natürlich nicht, also mal gucken. Ich habe eine englische Agentur und dann, aber man darf Dinge auch nicht zu doll wollen, weil sonst verkrampft man, meine ich. Und dann kommen sie auch nicht zu einem, immer im richtigen Moment. Und konntest du auch ein paar deiner Favoriten durchdrücken jetzt in der Jury? Wie lief das so ab? Ja, doch, auf jeden Fall. Also ein paar meiner Favoriten habe ich verloren. Ich habe gekämpft, aber ich war einfach in der Minderheit sozusagen, in der Minderzahl. Nee, wie heißt das? Doch, Minderheit. In der Minderheit. Aber ein paar konnte ich durchdrücken und vor allem gibt es nicht also viele so komödiantische Produktionen, deswegen bin ich froh, dass Jürgen zum Beispiel nominiert wurde. Also wenn man ein Fazit finden könnte, ist es wirklich, dass in der TV-Landschaft es nicht viele humorvolle Produktionen gibt und deswegen war ich ganz froh, dass es Jürgen gab und dass der zum Beispiel nominiert wurde auch. Dann drücken wir die Daumen, nicht? Ja, danke schön. Einen schönen Abend. Danke, ciao.